Hey zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video, einer neuen Nähanleitung hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich darf heute mit euch das Kleid Paulina nähen und das geschieht in Kooperation mit Ida und Tilda. Wer Ida und Tilda noch nicht kennt, der scrolle bitte mal durch meinen YouTube-Kanal, denn es gibt schon mehrere Kooperationsvideos, weil ich die DIY-Boxen von Ida und Tilda einfach feier. Und das Coole ist, die sind auch für Nähstarter. Das heißt, du musst nicht schon groß Erfahrung im Klamottennähen haben, das geht auch ohne. Denn diese Boxen sind so ausgelegt, dass auch du als Nähstarter das schaffen kannst. Dieses Kleid Paulina hat nicht nur einen unfassbar schönen Stoff. Also das ist ein Punta di Roma, Romanit Jersey auch genannt. Und ihr müsstet dieses Material fühlen. Das ist so wunderschön angenehm zu tragen. Ich habe Punta di Roma noch nicht vernäht, das war jetzt das erste Mal. Und das war definitiv nicht das letzte Mal, denn es ist wirklich super angenehm zu tragen und es fühlt sich an wie Butter. Es ist so schön weich und anschmiegsam. Es hat Taschen, das heißt, du kannst hier einfach noch was verstecken, du kannst deine Hände reinpacken. Dann liebe ich an diesem Kleid den Ausschnitt. Aus Versehen hatte ich das Kleid beim ersten Mal falsch rum an. Und dann dachte ich mir aber, warum falsch rum? Man kann es ja entweder so oder so rumtragen, weil eigentlich gibt es keinen Unterschied, nur entweder hast du den Ausschnitt hinten am Rücken oder du hast den Ausschnitt vorne, je nachdem, wie du dich gerade fühlst. Du hast die Möglichkeit, dieses Kleid in zwei verschiedenen Farben zu nähen. Einmal in diesem richtig schönen, schlichten Schwarz oder in Salbei. Außerdem gibt es dieses Kleid Paulina für Erwachsene und für Kinder. Das heißt, ihr könnt euch auch ein richtig cooles Partnerlook-Outfit nähen mit eurem Kind. Du kannst dir dieses Kleid als DIY-Box bestellen. Dann hast du dort direkt die Anleitung, das Schnittmuster, den Stoff, das Garn und noch richtig coole Labels dabei. Oder du nimmst es einfach nur als Schnittmuster. Ihr bekommt übrigens im Shop bei Ida und Tilda mit meinem Code Rabatt auf die Box. Und bleib bis zum Ende dran, denn dort gibt es noch eine Verlosung. Und jetzt zeige ich dir, wie du das Kleid Paulina nähst. Als erstes schnappst du dir dein Schnittmuster und schneidest das in deiner Größe aus. Ich habe hier diesmal Größe 36 gewählt. Ich schwanke immer zwischen 36 und 38, aber letztes Mal war der Schnitt etwas größer, deswegen dachte ich jetzt 36 passt. Das ist dieser wunderschöne Romanit Jersey. Der wird gleich für das Oberteil genutzt und das ist die Baumwollwebware für den Rock. Passendes Garn liegt im Paket mit bei. Außerdem bekommst du tolle Labels dazu, die werde ich an der Seite nachher einnähen. Und dann geht's schon los mit dem Ausschneiden des Schnittmusters. Und dann wird anhand des Schnittmusters der Stoff zugeschnitten. Wichtig ist, dass du dir auch immer die Markierungen mit überträgst. Das Oberteil Vorderteil und das Oberteil Rückenteil musst du jeweils zweimal im Bruch zuschneiden. Und dann legst du Rückteil und Vorderteil rechts auf rechts aufeinander und klammerst dir als erstes die Schulternähte aufeinander und nähst sie zusammen. Das mache ich mit der Overlock. Und dann wiederholst du die Schritte ebenfalls mit den anderen Oberteilschnittteilen. Ich werde jetzt die Ärmel mit der Burrito-Methode einnähen. Das hat den Vorteil, dass du die Schulternaht von innen nicht siehst. Das ist aber kein Muss, man kann es auch leichter machen. Lege dir dafür deine Schulternähte rechts auf rechts an deine Markierungen und klammer sie fest an beiden Seiten. Und dann werden diese Nähte mit der Overlock zusammengenäht.
Jetzt nimmst du dir die beiden Oberteile, das, was du gerade mit den Ärmeln zusammengenäht hast, mit der rechten Seite nach oben und legst dann das andere Oberteil ebenfalls mit der rechten Seite nach unten aufeinander und steckst dieses am Halsloch einmal mit Klammern zusammen und dann wird das auch zusammengenäht. Das Schöne ist, dass du dir hier quasi das Bündchen sparst und einen richtig wunderschönen Abschluss bekommst. Jetzt kannst du eine Seite des Oberteils einmal nach innen legen und dann siehst du diesen wunderschönen Ausschnitt oben am Hals. Und den Halsausschnitt kannst du jetzt einmal bügeln. Und jetzt wird einmal wie ein Burrito gefalten. Dafür nimmst du dir jetzt die eine Seite mit dem Ärmel und rollst diese ein und dann legst du die ganze andere Seite mit Ärmel komplett hinein, sodass du quasi eine Seite komplett in der anderen Seite verschwinden lässt. Ich hoffe, du verstehst das. Ansonsten siehst du das hier und dann wird es zusammengeklammert und zwar an der Naht, also mit diesem Überstand, den du hier siehst, diese offene Naht nimmst du und legst die nach innen, dort, wo du gerade eben deinen Ärmel angenäht hast. Und genau an dieser Naht nähst du dann mit einem elastischen Geradstich, das rate ich dir, an deiner Nähmaschine und nicht mit einem Overlockstich, denn die Gefahr, dass du dir in den anderen eingefalteten Stoff reinschneidest, wenn du mit der Overlock nähst, die ist sehr hoch. Ein elastischer Geradstich wäre zum Beispiel solch einer. So könnte das dann aussehen und dann ziehst du dir jetzt diesen Ärmel wieder durch diesen Schlauch nach außen. Und dann siehst du den Sinn, dass nämlich die Naht außen wie innen aussieht und du quasi keine Innennaht hast. Genauso machst du das dann jetzt auch noch mit der anderen Seite natürlich. Und dann legst du das Oberteil rechts auf rechts, haha, witzig, weil es ist jetzt ja rechts wie links, aufeinander, egal, innen oder außen, ist wurscht. Auf jeden Fall klammerst du dir jetzt noch die restlichen Seiten und die Ärmel einmal zusammen. Die Nähte kannst du dann auch wieder mit der Overlock schließen oder wenn du keine Overlock-Maschine hast, kannst du auch einen Zickzack-Stich an deiner Nähmaschine nehmen oder manche Nähmaschinen haben auch so eine Overlock-Fake-Stich. Wenn du dir mehr Arbeit machen möchtest, dann kannst du jetzt, so wie ich, mit der Zwillingsnadel einmal die Ärmel säumen oder du machst das ganz am Ende mit dem Rocksaum in einem. Dafür faltest du dir den Stoff einmal 2 cm auf die linke Seite, klammerst es fest und dann kannst du mit einer Zwillingsnadel oder auch mit einem Zickzackstich, wie du das möchtest, einmal die Ärmel umnähen. Das ist meine Zwillingsnadel. Dafür braucht man natürlich 2 Garnkonen und ich nehme eine Stichlänge von 3,6 und einen Geradstich. Das machst du natürlich mit beiden Ärmeln. Jetzt kommt das Rockteil dran. Markiere dir zuerst die Taschenmarkierungen auf den Taschenschnittteilen sowie auf dem Vorder- und Rückteil des Rocks und versäubere dann die äußeren Kanten der Rockteile sowie die der Taschen mit deiner Overlockmaschine. Lege 2 der Taschenschnittteile dann rechts auf rechts jeweils auf die Markierungen beider Seiten des Vorderteils und vernähe die offenen Kanten miteinander und die werden anschließend auseinandergefaltet und die Nähte glatt gebügelt.
Und das machst du dann natürlich auch mit dem anderen Rockrückteil. Leg dann das Rockvorderteil rechts auf rechts auf das Rückteil und vernähe die offenen Seiten miteinander, indem du die äußeren Kanten des Rocks und der Taschen mit deiner Nähmaschine zusammennähst. Ich nehme jetzt hier an der Seite noch die beiden tollen Labels mit ein. Jetzt kannst du den Rock wenden auf die rechte Seite und die Kanten in Form bügeln. Und dann wird der Rock gerafft. In der Anleitung seht ihr so das Standardraffen. Ich mache das immer ganz gerne mit Framilastik und wie das geht, zeige ich dir jetzt. Nimm dir dieses Framilastikband und schneide es in dem Umfang deines Oberteiles zu. Ich lasse immer ungefähr noch einen Zentimeter über, das brauche ich nachher zum Ziehen. Und das werden wir jetzt an den Rock klammern. Dafür halbiere ich mir den Rock einmal, also eigentlich viertel ich den. Also ich werde mir jetzt quasi in Viertelschritten das Gummi an den Rock klammern. Und dann fangt ihr bei einem Punkt an und zieht das Gummi so lang, dass es quasi die gleiche Länge wie der Stoff hat. Und dann wird es angenäht. Also ihr haltet das Gummi die ganze Zeit auf Zug, damit sich der Stoff dann raffen kann. Und dann hat man easy peasy einfach den Rock gerafft und man muss nichts mehr ziehen mit irgendeiner Naht. Also das ist für mich so eine Methode, die ich einfach liebe und sehr gerne nutze. Und jetzt habe ich nämlich den gleichen Umfang wie das Oberteil, stülpe alles rechts auf rechts und klammer das Oberteil an den Rock fest und dann wird dieser nur noch festgenäht. Wichtig ist natürlich, dass ihr jetzt Naht auf Naht legt, also Rocknaht auf die Naht des Oberteils, da müsst ihr schauen, dass ihr Vorderteil und Rückteil richtig rum aufeinander näht. Das nähe ich jetzt wieder mit der Nähmaschine zusammen.
Und als kleinen Tipp, ich lege mir die geraffte Seite nach unten, damit es leichter ist zu nähen. Dann wird das Kleid auf die rechte Seite gewendet und jetzt seht ihr schon das Ergebnis. Und jetzt müssen wir nur noch den Saum umnähen. Für den Saum brauchen wir jetzt keine großen Klammern zu nutzen, denn wenn wir diesen Saum umbügeln, es ist ja diese schöne Webware und das hält die Form, deswegen brauchen wir keine Klammern. Ich nutze einfach das Lineal, um immer wieder zu checken, ob es auch 2 cm sind. Bügel um und dann kann man ganz easy wieder mit der Zwillingsnaht eine wunderschöne Saumumnähung starten. Als Markierung nutze ich hier auf der Stichplatte die Nummern und werde da die ganze Zeit einfach den Stoff entlang führen. Und somit habe ich eine gleichmäßige Naht. Das war der letzte Schritt und das Kleid ist fertig. Ladies and Gentlemen, jetzt seid ihr an der Reihe, jetzt bist du dran. Wenn du Bock hast, dieses easy, schlichte, wunderschöne Kleid zu nähen, dann schau in die Infobox, dort habe ich dir auch alles verlinkt. Es ist wirklich ein richtig schönes Kleid, auch wenn man das Kleid für unten drunter tragen möchte, zum Beispiel für so ein Schürzenkleid, wie ich das auch schon mal gerne trage. Und jetzt kommen wir zur Verlosung, denn du hast die Chance, eine solche DIY-Box zu gewinnen. Und was du dafür tun musst, ist zu kommentieren, ob du denn schon Erfahrung im Kleidungnähen hast oder nicht. Außerdem darfst du Ida und Tilda und mir auf Instagram folgen und natürlich diesen Kanal abonnieren. Und wenn dir die Anleitung geholfen hat und wenn du mehr solche Anleitungen sehen möchtest, dann darfst du mir auch gerne einen Daumen nach oben geben. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist und würde sagen, wir sehen uns dann. Macht's ganz gut. Bis bald, eure Anni. Muah.